Steckst du in negativen Emotionen fest und wünschst dir endlich aus dieser Spirale aussteigen zu können? Dann bist du hier genau richtig in diesem Video. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Annika, ich bin Coach, Mentorin und Gründerin von Holistic Life Architects. Und ich möchte hier in diesem Video drei Schritte mit dir teilen, wie du aus dieser negativen Gedankenspirale aussteigen kannst. Vielleicht hast du schon das ein oder andere probiert. Affirmationen, Dankbarkeitsroutine, Techniken des Manifestierens und für dich hat irgendwie nichts so richtig funktioniert. Im Gegenteil, diese Dinge haben dir eigentlich nur noch ein schlechteres Gefühl gegeben, weil du dir denkst, Dankbarkeitsroutine, ich kann die Dankbarkeit nicht mal fühlen und du hast dich noch schuldig gefühlt, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was du hast oder dass du nicht dankbar sein kannst für das, was du hast. Vielleicht hast du das Gefühl, jeder kann das, nur ich schaffe es nicht, meine Gedanken irgendwie zu drehen und es liegt an dir. Zunächst erstmal, du bist nicht kaputt, du hast nichts falsch gemacht und auch für dich ist es möglich, aus dieser Gedankenspirale rauszukommen. Und die drei Schritte, der erste von diesen drei Schritten, die ich mit dir teilen möchte, ist Distanz. Und was ist damit gemeint? Distanz bedeutet, dass du erkennst, du bist nicht deine Gedanken. Und du bist auch nicht deine Emotionen. Du bist im Prinzip nicht mal dein Körper. Ja, der verändert sich. Alle paar Jahre sieht er komplett anders aus. Keine Zelle von deinem Körper von vor ein paar Jahrzehnten ist mehr übrig. Also du bist das nicht, sondern du bist Essenz. Du hast einen Geist, du hast einen Körper. Das bist du aber nicht. Und du kannst sozusagen aus der Beobachterperspektive draufschauen. Und wenn du dann mal draufschaust auf die Gedanken, die dich belasten, wenn du abends im Bett liegst oder wenn du morgens aufstehst, frag dich doch einfach mal, diese Gedanken, die du wahrnehmen kannst, sind die wahr? Ist es eine absolute Wahrheit, was du da denkst? Und dann wirst du feststellen, nun ja, das sind Sorgen, die du dir machst über die Zukunft, wie soll es finanziell weitergehen, wie ist es mit deiner Gesundheit, vielleicht machst du dir Sorgen um die Gesundheit von dir oder Familienangehörigen. All diese Dinge, die dir Negativität geben, die dir Angst machen, Sorge machen, sind keine absolute Wahrheit. Vielleicht denkst du sogar über eine Situation, über eine vergangene Situation nach, was jemand anderes über dich denkt oder sagt. Und auch da die Frage, ist es eine absolute Wahrheit? Und vermutlich wirst du auch da sagen, naja, eigentlich weiß ich es nicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und das bedeutet, es könnte alles sein. Gedanken über die Zukunft ist noch nicht da. Wie es nächsten Monat weitergeht oder wie es sich entwickelt in der nächsten Zeit, ist keine absolute Wahrheit. Es ist de facto noch nicht passiert. Das heißt, diese Distanz reinzubekommen und erstmal diesen Spalt zu erwischen, wo du erkennst, das ist keine Realität. Du kannst dich anders entscheiden. Das ist schon mal das erste Mittel, wo du Distanz reinbekommst. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, hilft es dir, wenn du Sorge hast, wenn du negative Gedanken, negative Annahmen über Situationen machst? Löst es das Problem? Egal wie viel du darüber nachdenkst, wie es nächsten Monat weitergehen soll, wie du nächsten Monat Klienten, Patienten, Kunden gewinnst, deine Rechnung bezahlen kannst, wenn du jetzt voller Sorge abends im Bett drüber nachdenkst, hilft es der Situation? Und die Antwort ist höchstwahrscheinlich auch wiederum nein. Im Gegenteil, es schwächt dein System, es kostet Kraft, Energie, negative Gedanken, lassen Stresshormone ausschütten, die machen dein Immunsystem schwächer, rauben dir Energie. Es ist eigentlich eher destruktiv. Das heißt, damit, mit diesem ersten Schritt, bringen wir Distanz zwischen dich und zwischen diese Gedanken. Es ist keine Realität und es hat keinen Nutzen, darüber nachzudenken. Der zweite Schritt ist, das Momentum zu stoppen. Und es heißt Gedankenspirale, weil es quasi sich immer weiter dreht, immer im Abwärtstrend
sich bewegt. Und im Prinzip könnte man sagen, du denkst nicht, es denkt dich. Denn wenn du dich entscheiden könntest und du weißt, dass deine Gedanken deine Realität kreieren, würdest du nicht negativ denken. Du würdest positiv denken, damit du eine positive Zukunft kreierst. Warum machst du es also nicht? Es denkt dich. Es ist eine Gewohnheit. Gewohnheitsmäßiges, unbewusstes Denken passiert dir. Und das ist der zweite Schritt, dieses Momentum einfach nur zu stoppen. Du kannst dir das so vorstellen, wie so ein Rondell auf einem Spielplatz, wo die Kinder draufgehen und die Erwachsenen drehen das außen. Wenn das ganz schnell in eine Richtung dreht, dann muss das erstmal verlangsamt werden und zum Halt gebracht werden, bevor man die Richtung wechseln kann. Und das ist auch der Grund dafür, die Erklärung dafür, warum positive Affirmationen für dich vielleicht nicht funktioniert haben, im Gegenteil dich nur noch frustrierter zurückgelassen haben, genauso wie eine Dankbarkeitsroutine. Und dafür, um dir das zu erklären, teile ich mit dir hier eine kurze Grafik. Das ist zwar keine Gedankenspirale, sondern eine Emotionsspirale, aber unsere Gedanken sorgen für unsere Emotionen. Das heißt, Emotionen sind das Anfühlen der Gedanken im Körper. Und wenn wir das verstehen und du bist ganz unten, vielleicht mit deinen Gedanken und Emotionen, vielleicht bei Ohnmachtsgefühlen, Depression, Verzweiflung, du kannst von dort, wo sich das Rondell so schnell in die Richtung dreht, nicht nach oben sofort zur Dankbarkeit springen. Jeder Gedanke von Dankbarkeit, den du dir von außen ausdenkst, der prallt erstmal ab. Der kommt überhaupt nicht an. Der kann überhaupt nicht einklinken. Und so ist es mit den meisten positiven Affirmationen. Wenn du ganz unten bist, dir zu sagen, ich bin wohlhabend, ich bin gesund, ich bin glücklich, das prallt quasi an dir ab, weil dieses Momentum an diesem Rondell ist so schnell, dass das einfach weg, quasi abprallt an dir. Und das zu verstehen ist ganz wichtig. Erstmal das alte Momentum verlangsamen und stoppen. Und das kannst du machen, indem du jedes Mal, wenn du dir bewusst wirst, dass du negative Gedanken denkst und negative Emotionen fühlst, dass du dir dessen bewusst wirst und einfach von dem Thema komplett weggehst. Wenn du dir beispielsweise Sorgen um deine Finanzen machst und dir fällt auf, dass du schon wieder grübelst und in dieser Spirale bist, verstehe die Distanz, keine Wahrheit und hilft dir nicht. Und geh von dem Thema weg. Denke an irgendetwas ganz Neutrales. Hundebabys, Menschenbabys, ein schöner Urlaub, den du mal gehabt hast. Irgendetwas. Einfach die Aufmerksamkeit abziehen von dem Thema, was dich belastet. Und dann kannst du das Momentum verlangsamen, bis es zum Stillstand kommt es nicht. Energie ist immer in Bewegung. Aber bis es so langsam ist, dass du die Richtung wechseln kannst. Und das ist dann der dritte Schritt. Wähle neu. Dann werde dir bewusst, du kannst andere Gedanken wählen. Wenn du dann die Richtung gewechselt hast, das Momentum gewechselt hast, dann steige in neue Gedanken ein. Vielleicht wird es gar nicht so schlecht. Hey, vielleicht werde ich positiv überrascht. Vielleicht läuft es nächsten Monat ganz gut. Hey, es ging immer weiter. Immer, egal wie oft ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie es gehen soll, es ging immer weiter. Wahrscheinlich geht es auch dieses Mal weiter. Ich bin nicht alleine, ich bekomme Unterstützung. Ja, das heißt, ein Gedanke besser als der letzte. Von ganz unten nach ganz oben zu Dankbarkeit, Glück, Fülle, Freude. Das prallt ab. Ja, ein Gedanke, eine Emotion besser als die vorherige. Und mit diesen drei Steps, das erfordert ein bisschen Disziplin, es erfordert ein bisschen Arbeit, schaffst du das aus dieser negativen Gedankenspirale auszusteigen, zu drehen, bis es dir zur Gewohnheit wird. Und dann kommen nicht mehr diese gewohnheitsmäßig negativen Gedanken, sondern gewohnheitsmäßig positive Gedanken und es wird zum Automatismus. Distanz. Albert Einstein sagte, du kannst ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, auf der es entstanden ist. Das heißt, nimm dieses neue Konzept an über dich. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Emotionen. Du bist Essenz, der Beobachter, der diese Dinge wahrnimmt.
Sieh dich in deinem neuen Selbstkonzept, wie du deine Herausforderungen überwunden hast und wie du dort bist, wo du hin möchtest. Und mit diesem neuen Konzept über dich, mit diesem Wissen über die Wahrheit oder die nicht vorhandene Wahrheit der Gedanken und wie destruktiv es ist, sie zu weiterzudenken, veränderst du die Denkweise. Du bist über das Denken hinausgewachsen, auf der das Problem entstanden ist. Distanz. Das zweite ist Momentum stoppen, indem du deine Aufmerksamkeit von dem Thema wegziehst, was dich belastet. Und das dritte ist wähle neu. Du hast die Möglichkeit, Gedanken zu wählen. Bis gestern sind die Gedanken dir passiert, es hat dich gedacht. Und ab heute kannst du deine Gedanken wählen und kannst einen Gedanken, eine Emotion nach der nächsten nach oben gehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir ganz viele Erkenntnisse gekommen sind, dass du dich bestärkt fühlst auf dem Weg. Hinterlass mir gerne Kommentare und sag mir, wie es dir damit geht. Und dann sende ich ganz liebe Grüße und sage bis bald, deine Annika. Ciao.